Das Schicksal für den, der folgt und zieht. Only weeks ago, the malevolent Saravak brought the city of Baldur's Gate to the edge of destruction. You, like him, are a child of Baal, the dead god of murder. Baal foresaw his own death and sired mortal children in an effort to bring about his return. Saravak intended to become the new lord of murder. You put an end to Saravak's plans and slew your half-brother. With his passing, you became known as the hero of Baldur's Gate. Now, a new threat casts a shadow over the city. A massive army on a holy crusade has thrown the Sword Coast into turmoil. Little is known of the crusade's leader, the charismatic warrior Kalar Argent. Those who follow her revere her as the Shining Lady, but her background and goals are shrouded in mystery. Some say she is divine, a hero sent by the gods to crush evil no matter the cost. Others whisper that she is another spawn of Baal, intent on following the same path as Saravak. One thing above all else is clear. If the Sword Coast is to find any measure of peace, Kalar Argent must be stopped. Ah, wir gehen direkt nach Siege of Dragonspear. Auch gut. Saravak's dead. Everything's a mess. We should have gotten out of the city days ago. No chance of that now. But Korlaj knows what she's doing and... Hey, did you hear that? We'd better tell the boss. Come on. Ugh. Smells like moldy bones down here. Die Kammer ist Sicherheit. Wir gehen. Well, here we are in a creepy old tomb again. The last of Saravak's followers are down here, according to the Flaming Fist. All you gotta do is find their leader and bring her to justice. Nun, dann wären wir wieder in einem grusigen alten Grab. Der flammenden Faust zufolge sollen sich die letzten Anhänger von Saravak hier aufhalten. Wir müssen nur ihre Anführerin finden und ihr Gerechtigkeit zuteil werden lassen. Was wissen wir über unsere Beute? They're mostly mercenaries, led by a wizard named Korlaz. This is her family's tomb. She aided Saravak, and the Grand Dukes want her dead or alive. We'd better be careful. Sie sind zum größten Teil Söldner unter der Führung einer Zauberin namens Korlaz. Das hier ist ihr Familiengrab. Sie hat Saravak unterstützt und die Herzoge wollen sie schnappen. Tot oder lebendig, wir sollten vorsichtig sein. Wir? Kommt ihr mit? I really want to. I wouldn't be much help, though. Ever since I asked Duke Janath to teach me how to sling spells, she's had me cooped up in the stuffy old library, studying boring books about the Weave. She only let me come down here after I promised to bring her any arcane scrolls or tomes I could find. Ich würde ja gerne. Ich wäre allerdings keine große Hilfe. Seit ich Herzog Janath gebeten habe, mir den Einsatz von Schleuderzaubern beizubringen, sperrt sie mich in dieser stickigen alten Bibliothek ein, damit ich langweilige Bücher über das Gewebe studiere. Sie lässt mich erst hier runterkommen, als ich ihr versprach, alle erkannten Schriftrollen und Folianten mitzubringen, die ich finden kann. Ja, ich bin bereit anzufangen. Ich werde euch mit diesen flammenden Fäusten folgen. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt es einfach und ich tue, was ich kann. Es gibt einen Healer hier auch. Talk to her if you need any bandaging. She also knows all about fighting undead. Wir haben auch eine Heilerin. Sprecht mit ihr, wenn ihr Verbandszeug braucht. Sie weiß auch alles über das Bekämpfen von Untoten. Timora shine on you. Not that you'll need it. Möge Timora auf euch segnen. Okay. Nicht, dass ihr es nötig hättet. Ich muss Korlaz finden und mich ihrer annehmen. You had best start listening to me. Ihr solltet mir lieber mal zuhören. Be direct. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Okay. Da liegt was rum.
eine Zauberrobe. Ja? Aber ja, noch scheinen wir unser Inventar behalten zu haben. Sogar einen Schlüsselring haben wir. Wie kann ich helfen? Okay, wichtige Ereignisse. Ich muss Kolas finden und mich ihrer annehmen. Mhm. Oh, das ist auch neu jetzt. Ich muss die Zauberin Kolas finden, die letzte Anhängerin meines Halbbruders Sarivok und sie der Justiz übergeben. Der Mond wird mir von der flammenden, Faust beschützt folgen. Eine Heilerin der flammenden Faust ist anwesend, um meinen Wunden zu versorgen. Ich sollte die. Um mir mit den Untoten zu helfen, sollte ich die Hilfe benötigen. Ach herrje. Das ist jetzt die neue Weltkarte. Wir können uns also, so wie es aussieht, nicht mehr ganz so frei bewegen hier. Worum geht es dir, wie ihr wünscht? Na, schauen wir mal. You're too late. It's already gone. Ihr seid zu spät, es ist bereits weg. Wovon redet ihr? Weg? Was ist weg? Wovon sprecht ihr? Ihr verschwendet nur die letzten Minuten eures Lebens mit sinnlosem Gequatsch. Ich komme euch holen. Nehmen wir mal das zweite. Seid ihr nicht wegen seines Schwertes hier? Ich dachte, ich bin wegen Kolas hier. Wenn ihr sie sich ergibt, werde ich dafür sorgen, dass ihr beide von der flammenden Faust fair behandelt werdet. Erzählt mir mehr über dieses Schwert. Warum sollte ich es wollen? Wo ist es jetzt? Ihr solltet nicht denken, das ist offensichtlich nicht eure Stärke. Nehmen wir das zweite. Ich habe zu viel gesagt. All you need now is that not but death awaits you here. Turn back now, where you still can. Ich habe zu viel gesagt. Das Einzige, was ihr wissen müsst, ist, dass euch hier nichts als der Tod erwartet. Geht zurück, solange ihr noch die Gelegenheit dazu habt. Ich sollte weiter nach Kolas Anhängern suchen. Einer von Kolas Anhängern erwähnte ein Schwert, das bereits weg sei. Ich weiß nicht, warum er annahm, dass ich auf der Suche nach diesem mysteriösen Schwert bin. Vielleicht hat Kolas die Antwort darauf. Yes. I am yours to command. Want me? Distract me. Ich brauche ein Bier. What? Sweetheart? Velbol? What? Okay, die können jetzt auf einmal kein Deutsch mehr. Ja? Yeah? Nur noch ich und Kegane. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Diese Rivien haben meine Anwesenheit dank euch, wenn ihr bisher toleriert. Ich weiß nicht, wie lange diese Geduld noch anhalten wird. Hm. Hallo, Amon. Du schlurfst hier einfach so rum? Three drops of lemon balm oil. A half pinch of powdered silver. Drei Tropfen Zitronenbalsamöl, eine halbe Prise Silberpulver. Wer seid ihr und was macht ihr in einer Gruft voller Feinde und Söldner? Oh, verzeih, ich habe euch nicht gehört, wie ihr reingekommen seid. Ich führe ein Experiment durch. Erzählt mir von diesem Experiment. Habt ihr auch nicht gehört, wie dort an dem Tisch Karten gespielt wurde? So wie es aussieht, wurde das Spiel vor kurzem unterbrochen. Ihr seid einer von Kolas Anhängern, oder? Erzählt mir sofort die Wahrheit. In einer Gruft voller gefährlicher Söldner. Natürlich, erzählt das jemand anderem, gnädige Frau. Was habt ihr vor? Oh, I'm creating an alchemical concoction to reveal magically concealed writings. A mercenary was supposed to guide me further into the tomb to fight the component I'm missing. Oh, ich entwickle ein Alchemistengebäude, mit dem man magisch versteckte Schrifträume offenbaren kann. Ein Söldner sollte mich eigentlich tiefer in die Gruft führen, um die Komponente zu finden, die mir fehlt. Just now, their leader summoned them away, though. She bid me stay here for my own safety. If you happen to come across cobalt moss and bring some to me,
I'd be truly grateful. Gerade eben hat ihre Anführerin sie jedoch weggerufen. Sie bat mich hier zu bleiben, zu meiner eigenen Sicherheit. Wenn ihr zufällig auf Kobaltmoos stößt und mir etwas davon bringt, wäre ich euch wirklich dankbar. Ihre Anführerin, das wäre Corlas. Ja, so heißt sie ja. Ihr glaubt es, entweder kennt ihr sie oder nicht. Eure Anwesenheit hier scheint mir immer verdächtiger. Solange ihr nur wegen eurer Alchemie-Komponente hier seid, will ich nicht mit euch streiten. Wenn ich sie sehe, bringe ich sie euch. Bleibt hier und mischt euch nicht in meine Arbeit ein. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen und dazu gehört nicht Moos für eine verdächtige Frau zu suchen. Ihr könnt gut lügen, doch ihr müsst zu Kolas gehören. Euer Verrat wird jetzt mit dem Tod geahndet werden. Nehmen wir mal die 1. Ich schwöre, dass ich nichts mit Kolas zu tun habe. Ich habe ihr nur ein paar seltene Bücher für den Zugang zu dieser Gruft gegeben. Das ist alles. Doch es ist zu gefährlich für mich, alleine weiterzugehen. Ich glaube euch. Wenn ich das Kobaltmoos finde, bringe ich es euch. Okay, danke. Kommt zu mir zurück, wenn ihr welches gefunden habt. Foliant von großem Wert. Ihr solltet zu Amon zurückkehren, wenn ich etwas Kobaltmoos gefunden habe. Eine Frau namens Amon war auf der Suche nach Kobaltmoos, um einen Trank zu brauen. Ich sollte zu ihr zurückkehren, wenn ich welches finde. Mhm. Gucken wir mal, was in den Nischen so ist. Geschichten des Nordens. Oh, eine Schutzformel. Ah, ja. Eine Schutzformel gegen Kälte. Worum geht es, wie ihr wünscht? Oh, ein Edelsteinbeutel und Anweisung von Corlas. Das Schreiben wurde vor 2 Tagen aufgesetzt. Porius, bringt alle eure übrige Ausrüstung in die Vorratskammer. Wir brechen in 2 Tagen auf. Seit wir Sarivoks Schwert auf dem Schiff nach Adkatla verfrachtet haben, ist eine verdächtig hohe Anzahl von Menschen auf diesen Ort aufmerksam geworden. Wir müssen schnell weg, bevor die entflammte Faust eintrifft. Wenn das Glück uns heute ist, sind wir in einer Woche in Sassispur. Noch ein Edelsteinbeutel. Der ist leer. Den brauchen wir nicht unbedingt. Ja? Dieses Schreiben wurde vor 2 Tagen aufgesetzt. Ich will nicht sagen, dass diese Sache nicht profitabel für mich war, aber ich glaube, es ist an der Zeit, auch mal was anderes zu machen, sagt Gain. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hm. Oh, eine neue magische Geschossrolle. Oh ja, nehmen wir Morte mit. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wir werden hierfür bezahlt, okay. Point me where you want me to go. Worum geht es dir? Whatever you like. Yeah, fine. Back away. Back away and you might survive this. Weich zurück, Brenno. Weich zurück und ihr überlebt das vielleicht. Legt die Waffen nieder. Ich habe kein Verlangen danach, euch zu verletzen. Das hat der letzte Kamerad auch gesagt. Nun hätte er es gesagt, wenn ihr ihn nicht vorher umgebracht hättet. Ihr wollt, dass ich den Rückzug antrete. Ihr müsst scherzen. No mercy for the pawns of Sarivok. Cut them down, everyone. Keine Gnade den Marionetten Sarivoks. Erledigt sie, jeden einzelnen von ihnen. Ja? Destroy! Stop and help me, your knee.
Okay, jetzt wird's interessant. Stop and help me. Worum geht es diesmal?